So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play mit der Euro Truck Simulator, Amerika Truck Simulator. Aber erstmal Aussichtspunkt. So, erstmal schon Stimmung aufbauen. Na, fahr doch mal. Also, ich will immer auf Escape drücken, aber eben, da muss ja erstmal im Spiel einmal gewesen sein, dass das Escape funktioniert. Gott, warum dauert das gerade so lange? Ich bin hier gleich ein. Aus dem Flugzeug. Das, was er da gerade versprüht, ist keine Pestizide. Er kotzt gerade aus dem Flugzeug. Bei den Manövern. Das ist quasi Dünger. Wer dem LKW zujubelt, Alter. Ja, das ist halt auch relativ neu, ne? Dass man auch so wirklich in den Gebäuden Aktivität hat. Das ist halt schon krass. Ah, die Sonne dabei auch. Aber ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich glaube nämlich, ich hab mich gerade verguckt. Aber ich glaube hier hinten die Schienen. Die bewegen sich wirklich. Hä? Weil ich dachte, bei denen drehen sich nur die Räder und alles andere steht. Weil bei dem LKW stehen die Räder, bei dem Auflieger stehen die Räder. Ist wirklich nur bei dem Traktor, wo sich die Räder bewegen. So, what? Ja. Der rutscht einfach durch die Partie. Ist das verrückt? Ist aber ein richtiger Auflieger von dem Spiel. So eine Liebe fürs Detail, Alter. Hier hinten auch, ne? Der Auflieger, den sie hier verwendet haben für diese Animation, ist auch ein ganz normaler, richtiger Auflieger. Das ist schon krass. Ja, wollen wir mal kurz gucken hier? Wir speichern mal ganz kurz. Und jetzt mal hier gucken, was? Wo war denn das? Ach so. Oha. Das war so die Filmsequenz. Oh mein Gott, das Spiel funktioniert nicht mehr. Aber jetzt steht er einfach nur rum. Ah, okay, da habe ich mich für den, also doch nicht verguckt. Da kann es also doch sein, dass sich die Rede einfach weiter drehen, obwohl alles andere steht. Dann stand das Wunder wahrscheinlich auch schon. Lol. Ah.
Ich meine, kann es sein, dass ich mich trotzdem verguckt habe, aber ich schätze mal eher, das war dann so, wie es jetzt hier gerade ist, nur halt da vorne. Oh ja, genau so sah es nämlich aus vorhin, während der Filmsequenz. Sehr interessant. Na gut. So, dann wollen wir mal hier, wenn wir da mal losfahren hier. Wo geht's da raus? Ach, da geht's raus. Ah. Kann ich hier reinfahren? Nee, ne? Nee, Alpha-Wand. Schade. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Dass mittlerweile auch die Gebäude an sich halt schön ausgearbeitet sind. Dass man quasi überall, wo man hingucken kann, auch wirklich Details sind. Und nicht einfach nur überall geschlossene Gebäude und sowas alles. So, wo ist jetzt hier eigentlich der nächste Schlafgelände? Ach, dann, schon mal. Hat man schon markiert. Sehr geil. Oh. Ja, ich glaube mal, das liegt alles vorhin an dem Warp. Da gab's wohl, ja. Das sind so die typischen Sachen, die beim Warp passieren, wenn du zu schnell warpst. Lol. Ey, das war eine Sache ins Müll. Cool. Vor allem, wie die Pakete einfach im Müll versinken. Aber gut, ich meine, das kennen wir ja schon. So, da vorne ist der Werkstatt. Können wir mal LKW reparieren? Der tut schon wieder ein bisschen Schaden. Ich weiß gar nicht woher. Wartung reparieren. So, gibt es irgendwas Neues? Nee, ne? Nee, wie gesagt, das lohnt sich halt nicht. Das kostet halt 20.000. Okay, doch weniger als ich dachte. Aber halt trotzdem lohnt sich halt nicht so. So, weil wir jetzt gerade sowieso das Geld nicht haben, so mal ganz davon abgesehen. Aber auch sonst, so diese 25 PS halt drauf geschissen. Ich meine, gut, man müsste mal gucken, wie viel Drehmoment der wirklich mehr hat, also auf die Newtonmeter. Aber es. Pennen wir gleich noch zweimal? Wobei, ne, jetzt ist es Nacht, ne? Kann aber auch nicht schauen. Egal, easy. So, können wir direkt mal einmal Kredit zurückzahlen? Easy. So, genau, wir haben geschlafen, tanken müssen wir nicht unbedingt, das heißt, wir können jetzt mal gucken, was wir jetzt für Aufträge haben. Wir haben ja noch, naja, zwei Folgen noch vor uns, wir können also noch ein bisschen rumfahren, zur Not ein bisschen eine Folge mit ein bisschen mehr Speed, na gut, weil die Arbeit definitiv zu lang ist. 61, und jetzt auch noch 58. Na, könnte man vielleicht schaffen. Oh, schön oben nach Montana. Da war auch schon lange nicht mehr. Ob wir das schaffen? Ich mal. Ja, ich sag, ja, let's go. Wenn wir mal wieder in den nächsten paar. Also. Der Folge und die nächsten zwei Folgen dann wieder ein bisschen rumspeeden. Molly M ist im Level aufgestiegen. Nice.
Na, Kreditraten. Ha. Braucht doch keine Sau. Ein bisschen kriegen alle gerade grün. Ach, von da, wo wir gerade gekommen sind. War super. Hätten wir da gleich bleiben können. Leck mir an das Hüpfel. Die sind ja immer noch am Gange. Sag mal, werden die mal fertig? Kann man was ändern? Boah, man könnte... Nee, ich glaube, das Dropdeck denn doch besser. Das hier wäre natürlich ideal. Zwei Achser. Der ist auf jeden Fall wendiger. Nehmen wir jetzt zurück, wie viel haben wir nochmal? 58. Nein, jetzt habe ich eine geklickt. Egal. Oh, wo ist noch Flieger jetzt? Wo zur Hölle ist dieser Drecksauflieger? Oh, ihr Stoßdämpfer, Alter. Der wird ja richtig. Wow. Wo kommt diese Laterne her? Ach, leck mich doch. So. Haben wir nicht mal Schaden bekommen. So gar keinen. Lol. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit auf dieser Welt. So, 800 Meilen. Da müssen wir ja gar nicht speeden. Das schaffen wir auch so, oder? Alter. Aber regnet es hier gerade, oder? Ich habe ja einen Wendekreis wie nix. Alter. Jetzt haben wir Schaden. Fühlt sich gerade an wie in nasse Fahrbahn hier. Naja. Nehmen wir einfach mal so stillschweigend hin. Wir haben 14 Stunden und brauchen 32. Also so viel Reserve haben wir nicht.
Ich denke, das kommt voll komisch. Der lenkt mich nicht richtig. Achso, naja. Ich fahre halt privat aktuell mit meiner Familie sehr viel ETS. Vielleicht bin ich deswegen einfach ein anderes Lenkverhalten gewöhnt. Das kann natürlich sein. Fällt mir gerade mal so auf. Na, das wird es wahrscheinlich erklären. Dass er sich beim Lenken so anders verhält, als ich es gewohnt bin. Bei ihm. Bei ETS, da haben die LKW halt, weil der Achsstand halt geringer ist, bei europäischen LKW, naja, lenken die halt stärker, ne? Und wenn ich halt immer noch das Lenkverhalten gewohnt bin, dann heißt das natürlich, dass ich in ATS, ernsthaft jetzt? Nicht so scharf lenken kann, mit dem gleichen Auslenken, aus Dings an der Maus. Irgendwie steht unsere Speedfast hier schon wieder nicht in guten Sternen. Kann das sein? Das ist doch schon wieder alles vermurkst hier. Ah, 3% Schaden. Das wird doch nie im Leben was. Ah, nee, komm. Ganz ehrlich. Dann fuck off. Dann fahren wir lieber normal. Bei 800 Meilen ist es eh nicht so viel. Das schaffen wir auch so. Warten, aber 17, 27, haut das hin? Ah, oh, schon. Ach, wie soll ich denn warten? Das ist alles nicht so gut. So, gepennt haben wir. Moment hier wohl. Das war ja jetzt vor dem Pennen gehen, ne? So.
Ne, guck mal. Das müssen wir auch noch machen. Und kaum wenn wir ordentlich fahren, direkt wieder rote Welle. Was ist hier los? Die Folge ist cursed. Ich sag's euch. So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten müssen wir hin, okay. Hä? Jetzt gibt's den Auftrag. Ach Leute, was soll ich euch sagen? Leck mich. Thank you.
Sie sieht irgendwie aus, als wenn das Auto schweben würde, ne? Weil der Schatten so extrem weit unter dem Auto ist. Jetzt schon wieder. Was mit dem Schatten los, sag mal? Oder fliegt das Auto wirklich? Nee, das Auto fliegt eigentlich nicht. Da ist nur der Schatten so komisch. Lol. Ach klar, nur eure Straßenarbeiten. Ja, moin. Ja. Dann, genau. Ich würde mal sagen, das soll es mit der Folge gewesen sein. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.